Nächste Folge. So, mit dem Lotus Elise Rundkurs oder Kontrollpunkt. Schillernder Lack, oder? Karosserie Kids Paket 2. Ich nehme den schillernden Lack, weil ich habe die Paket 4 und 3. Kontrollpunkt drin hier. Zieht euch die Beschleunigung rein und das ohne Nitro. Jetzt geht's hier los. Oh, mal eben alles abgesäbelt hier. Kommen gleich die Bullen. Schön die Handbremse nach Kurve gezogen und zack, da haben wir 18 Sekunden noch Zeit gehabt. Was sind das denn für leichte Dinger hier? Boah, ey, der Lotus Elise, der geht aber schon krass ab, ey. Hier bei mir in der Gegend, wo ich wohne, da hat auch einer Lotus Elise in Gelb. Kenne ich zwar nicht persönlich, aber habe ich hier schon ein, zwei Mal rumfahren sehen mit dem Wagen. Ist auch nur von März bis Dezember angemeldet. Oder März bis Oktober oder so, irgendwie so. Auf jeden Fall nicht das ganze Jahr über angemeldet. Voll der Sommerfahrer hier. Schön Wetterfahrer. So. Ordentlich Zeit hier wieder. Boah, da kommt das Muscle Car aber nicht hinterher. 250 km/h schaue ich mit dem. Und das ist schon ein Stufe 2 Wagen, ey. Da möchte ich mal die Stufe 3 Wagen sehen. Ich habe ja schon gesagt, meine absolute Lieblingskarre. Für den würde ich echt... Da würde ich sogar den Camaro SS verkaufen. Meine absolute Lieblingskarre ist und bleibt ein Leben lang der Toyota Supra. Ey, es gibt nichts Geileres als diese Karre. Alter. Die sieht so fett aus, wenn man die pimpt, ey. Da werde ich nochmal richtig abgehen, wenn ich die habe. Hui! Zwischen zwei Autos. Boah, wenn ich den Toyota Supra habe, mit dem Karosseriekit 4 oder 3, ne? Alter! Ey, ich sag euch, dann ist echt Hopfen und Malz verloren. Wow! Schön auf zwei Rädern fahren hier. Hui! 25 Sekunden. Ach, 1 Minute 11 haben wir. Ne, 1,13. Für den nächsten. Schaffen wir locker. Schön die Handbremse wieder gezogen. 49 Sekunden noch über gehabt. Lalalalalalala. Und nächstes Gebiet eingenommen. Bams. Porsche Cayman S freigeschaltet. Alter. Und ich kaufe mir den Lotus Elise. Ich bin auch scheiße, oder? Oh mein Gott, ey. Scheiße. Egal. Kontrollpunkt, Sprint, Rundkurs. Mache ich wieder Sprint und Kontrollpunkt, weil ich auf Rundkurs keinen Bock habe. Weil das immer so lange dauert. Jawohl, der will. Und da bin ich schon direkt Erster. Ja, ich bin so ein Fahrer, der am Anfang sein ganzes Nitro verbraucht. Weil ich jetzt nämlich erstmal keins brauche und wenn ich es wieder brauche, ist eh wieder ein bisschen da. Vor allem, warum sollte ich dann am Anfang nicht alles verbrauchen? So, eigentlich logisch, oder? Hey! Ich dachte schon, da kommt jetzt so eine 90 Grad Kurve hier. Neville blocken, 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 blocken. Komm Neville, komm Neville, komm Neville. Jawohl. Oh, Neville holt so langsam ein. Ach scheiße, warum nehme ich nicht die Abkürzung? Mist, nämlich die hier. Oh, hey Neville. Block ihn. Jawohl.
Neville, bester Mann. Trotzdem möchte ich endlich mal einen Scout hier, ach nicht einen Scout, einen Schlepper bei haben. Schlepper, sie sind nämlich so Affentitten. Geil. Ist echt unglaublich. Alter, die ziehen dich hier so krass durch. Ohne Witz, und wenn du dann so Radarfalle oder so hast, Alter, hast immer gewonnen. Oh ne, ich habe ja auch mega keinen Bock jetzt auf Bullen, ey. Ich meine, wann hat man schon mal bei Need for Speed Bock auf Bullen? Außer bei Most Wanted. Och, Neville. Du kannst ja gar nichts. So, dann block ich ihn jetzt hiermit. Alter! Nein! Nein, so kurz vor Ziel oder was? Nein! Nein, nicht so kurz vor Ziel, ey. Das ist doch echt ekelhaft. Die ganze Zeit bin ich Erster. Das ist doch echt eklig. Ey, die ganze Zeit Erster. Nein, ey. Und dann schafft Neville ihn nicht zu blocken, ey. Und er ist mal dick verkackt hier. Scheiße, ein Dreck. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, aber ich benutze wirklich nie diesen Timebreaker. Ey, das finde ich ja mal so mega Cheaterei, dass man, wenn man zu schnell ist, vor einer Kurve noch den Timebreaker machen kann und dass man die Kurve dann doch noch kriegt, ey, das ist so absoluter Kackdreck, ey. Ohne Witz, das ist so ein Scheißdreck. Deswegen benutze ich den Dreck auch nie. So, auch gehe ich nicht so oft auf die Bremse, sondern lasse dann hier zum Beispiel einfach das Gas los. So, dann verliert er ja an Geschwindigkeit und dann nach der Kurve gebe ich wieder Gas. Hier muss ich jetzt leider bremsen. So, Neville, blocken jetzt. Ach, du bist doch ein Affe, ey. Warum ist der in meinem Team? Ich brauche einen besseren Blocker. Ah, jetzt hat er es geschafft. Ja, Neville, ich guck nach hinten, ey. Ich sehe doch, dass du alle geblockt hast. Du bist doch bester Mann. Deswegen bist du auch in meinem Team. So, jetzt haben wir aber hier gewonnen. 83%. 7 Sekunden Vorsprung. Was ist jetzt los? Oh, ey, yo. Oh, jetzt haben sie aber keine Chance mehr. Bam! So. Weltkarte. Jetzt machen wir hier eben das Rennen fertig. Kontrollpunkt. So, dann geht die Luzi ab. Was ist jetzt schon wieder? Oh mein Gott. Ja. So. Habe ich Fraps wieder angemacht. So ein Dreck hier immer mit dem scheiß Java. Also mich sieht man noch, weil die Kamera lief weiter. Aber dann sieht man kurz schwarzes Bild und auf einmal kommt das Bild wieder. Also seht ihr quasi genau das, was ich gesehen habe. Ist auch noch besser.
ja auch oftmals so, dass wenn ich die Facecam nicht anhabe und Fraps hängt sich dann auf oder so, dann kann ich ja weiterspielen und ihr seht das dann im Moment nicht. Aber jetzt war es echt so, dass ich schwarz gesehen habe und ihr dann auch schwarz seht. Yeah. Ey, das ist immer so, wenn ich Need for Speed gespielt habe und danach irgendwie mich ins Auto setze, dann 30er-Zone, ist dann die Tachonadel schon mal locker auf 80 und dann denke ich, oh scheiße. Deswegen darf ich nicht mehr so oft Need for Speed spielen. Nicht, dass hinter mein Führerschein weg ist. Yeah. So, locker geschafft hier. Nein. Fast überschlagen. So, dann haben wir das hier, wenn wir das Rennen jetzt hier geschafft haben, haben wir das Gebiet auch eingenommen und dann können wir gegen den Boss von TFK antreten. Der hat einen Aston Martin DB9. So, das mache ich aber dann erst in der nächsten Folge. Die kann ich nämlich dann, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Deswegen, die kann ich nämlich dann so nennen, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall weiß ich, dass er von der TFK ist. Kenji war ja von den Bushidos. Und er hier ist von der TFK. Die haben so eine geile Musik, so dumm. Da, 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 da. Yeah. Oh, tut mir leid, das dürfte ich eigentlich nicht machen. Bei YouTube werde ich sofort gesperrt und das Video ab 18. Sexistische Inhalte. Aber so bin ich nun mal. Ich halte mich ja schon in den Videos extra ein bisschen zurück, ja? Nein! Eine Minute 50 noch für den nächsten Checkpoint ist ja lächerlich. Echt. Die Zeiten sind echt lächerlich. Da kann ja auch meine Schwester hier dran sitzen, die schafft hat. Jawohl, das soll eine Abkürzung sein, ey. Das ist eine 90-Grad-Kurve mitten in der Abkürzung drin hier. Zieht es euch rein. Eine Minute 20 noch Zeit für diesen Checkpoint. Das ist echt lächerlich. Das auf die zwei Reifen fahren, das ist immer voll geil, ey. Zwei Minuten für das Ziel, ey. Lächerlicher geht es nicht. Ich könnte jetzt eigentlich auch den Wagen so rumdrehen mit der Handbremse und rückwärts fahren. Da würde ich immer noch eine Minute über haben, wenn ich im Ziel bin. Bams. Foxhole Manero VXR. Müssen wir uns gleich erstmal angucken. Wolf heißt er. Was hat er denn für so eine Gay-Stimme, ey? So, erstmal zum Unterschlupf hier und die Folge beenden. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Folge. Und zwar zu dem Bossrennen gegen Wolf von TFK.